Das gibt es heute nicht auf der Festive 500. Dafür gibt es aber das. Ja, jetzt geht es wieder los, die Festive 500. 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, jetzt hatten wir ja die ganze Zeit immer eigentlich einigermaßen schönes Wetter. War wohl kalt, aber wenigstens blauer Himmel und Sonnenschein. Und heute am ersten Tag, jetzt hat es die ganze Nacht geregnet, natürlich wieder schön alles grau in grau und nass kalt. Ja, und Regen ist auch angesagt. Ja, Vorteil zum letzten Jahr, es regnet schon mal nicht. Aber dieses Jahr bin ich auch gar nicht so richtig motiviert. Irgendwie ist für dieses Jahr auch die Luft raus, weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem mal gestartet. Ja, und gibt auch nicht so zu jedem Tag einen Bericht wie letztes Jahr, sondern ich werde vielleicht in zwei Teile, wenn ich es schaffe, das zusammenschneiden. Also, dann viel Spaß jetzt auf die Festive 500. Bis dann. Servus. Nochmal so ein kleiner Zwischenbericht hier vom ersten Tag. Ja, habe ich mich wohl zu früh gefreut. Jetzt hat es natürlich auch noch angefangen zu regnen. Ja, also genauso wie letztes Jahr. Auch kalt, grau in grau
und Regen. Und weiter geht's. Hallo, da bin ich wieder. Oh, kleine Zwischenmeldung. Ja, jetzt hatte ich ja die ganze Zeit. Muss ich einfach aufstehen hier? Könnt ihr mich überhaupt erkennen? Ja, jetzt. Ja, jetzt habe ich ja die ganze Zeit eigentlich hier am Canale Grande Gegenwind gehabt. Und es fing auch an zu regnen. Aber ja, ungefähr so 30 Minuten lang. Aber jetzt hat sich das alles gelegt. Also, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt hat der Wind aufgehört. Ja, jetzt fahre ich mal bis Henrichenburg und dann mal sehen, wie es weitergeht. Also heute bin ich einfach nur froh, wenn ich diese 62,5 Kilometer für den ersten Tag schaffe und gleich wieder schön zu Hause auf der warmen Couch liege. So, dann bis gleich. Von der Strecke gibt es da noch ein paar Infos. Das gedacht, neuer Zwischenstand. Jetzt ist wieder windig, natürlich wie alle Radfahrer immer nur Gegenwind, und zu regnen hat es auch noch angefangen. Ja, haha, voll vom Feinsten hier. Ach du Scheiße. Thank you.
wir fast die Hälfte hinter uns. Und jetzt gibt es erstmal einen kleinen Tee heute. Früchtetee, also heute mal kein Kaffee. Ja, Prost von der Festive 500. Ah, das war noch richtig heiß. Ja, geschafft. Jetzt bin ich hier wieder am Dattelhamm-Kanal. Ja, wie ihr hört, ist hinter mir so ein Wolfsrudel hinterher. Also geht's jetzt weiter. Wir haben ein bisschen Kanalromantik. Ja, jetzt haben wir wieder eine Station erreicht hier. Jetzt sind wir hier am alten Dortmunder Enzkanal. Mal eine kleine Rundumsicht. Ja, das ist da unten das alte Pumpwerk. Ja, das ist die Lippe. Ja, und das hier ist der alte Dortmunder Enzkanal. Ja, ich
Toll, Fahrrad umgekippt vom Wind. Ja, hier ist so windig, da ist jetzt sogar das Fahrrad umgekippt. Da liegt es. Ja, hoffentlich hat der Körperteil geblieben. Bis gleich dann. Jetzt bin ich auf die letzten 10 Kilometer. Dann habe ich heute die erste Etappe geschafft. Ja, wieder schön hier Gegenwind und angefangen zu regnen hat es auch wieder. Ja, da melde ich mich gleich nochmal für ein Fazit von zu Hause. Ja, jetzt bin ich hier wieder am Dortmund-Ems-Kanal. Wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Hause. Jetzt kommt mal mein Fazit für den ersten Tag. Also, heute war es richtig kacke.
jetzt kommt auch so ein bisschen die Sonne zum Vorschein. Ha, Freunde, aber was hier wieder für ein Wind ist. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt meine Festive 500, kurz und schmerzlos. Eine normale Tour, zweimal eine etwas kürzere Nachtfahrt und am vierten Tag schön Erkältung bekommen mit Magen-Darm-Virus. Zwei Tage nicht vom Pott gekommen. Ja, Knochen taten dann alles weh, leichtes Fieber, da habe ich dann die Festive abgebrochen. Ja, alle, die es natürlich geschafft haben, herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Ja, und für das Jahr 2022, da wünsche ich euch dann viele weitere schöne Touren. Gesundheit natürlich an erster Stelle. Ja, schönes Wetter und kein Gegenwind. Ja, bis dann, euer Jörg, der Gravel Rider, und tschüss.